Servus miteinander. In diesem Video schauen wir auf die konkurrenzorientierte Preispolitik. Wir befinden uns hier also in der Preispolitik im Marketingmix und hier gibt es eben 3K, nämlich die Orientierung am Kunden, an den Kosten und an der Konkurrenz. Wie gesagt, in diesem Video stürzen wir uns auf die konkurrenzorientierte Preispolitik. Wir haben hier zunächst mal zwei Festpreisstrategien. Das ist die Niedrigpreisstrategie und die Hochpreisstrategie. Außerdem haben wir zwei Preisabfolgestrategien. Das ist zum einen die Marktdurchdringungsstrategie, auch Penetrationsstrategie genannt, und zum anderen die Marktabschöpfungsstrategie, auch Skimmingstrategie genannt. Schauen wir als erstes auf die Niedrigpreisstrategie und hier ganz klar, wir haben hier dauerhaft niedrige Preise. Meist ist es möglich in Massenmärkten mit hoher Konkurrenz, beispielsweise im Lebensmittelbereich. Hier erzielt man eben Kostenvorteile durch eine Massenproduktion. Sprich, das Ganze nennt man auch Economics of Scale. Das heißt einfach, dadurch, dass ich sehr viel verkaufe, sehr viel produziere, habe ich geringere Stückkosten. Ich denke, das ist natürlich auch nachvollziehbar. Zum Beispiel, wenn ich als Supermarktkette 5 Millionen Packungen Nudeln kaufe, werde ich einen niedrigeren Preis kriegen, als wenn ich als Supermarktkette nur 200.000 Packungen Nudeln kaufe. Und somit kann ich natürlich auch einen niedrigeren Preis im Endeffekt anbieten. Kommen wir zur zweiten Festpreisstrategie und das ist die Hochpreisstrategie. Hier haben wir dauerhaft hohe Preise. Und dafür habe ich natürlich gewisse Voraussetzungen. Sehr vorteilhaft bzw. gut funktioniert das, wenn ich ein Alleinstellungsmerkmal habe. Also eine USP, eine Unique Selling Proposition. Häufig funktioniert das, wenn man sehr gute Qualität anbietet, eine sehr starke Marke hat oder auch einen besonderen Service. Wichtig ist hier, dass dies tatsächlich in ganz, ganz vielen Bereichen funktionieren kann. Also das kann im Automobilsektor genauso funktionieren wie zum Beispiel im Lebensmittelbereich. Dann kommen wir zu den beiden Preisabfolgestrategien und hier schauen wir als erstes auf die Marktdurchdringungsstrategie, auch Penetrationsstrategie genannt. Hier hat man erst günstige Preise, um eben ganz hohe Marktanteile zu bekommen. Und wenn man das dann hinbekommen hat, also starke Marktanteile, dann erhöht man später die Preise. Ein Beispiel finden wir hier im Fernbusverkehr. Fernbusunternehmen, beispielsweise Flixbus mal, hatte sehr, sehr günstige Preise, also wirklich günstige Preise, ja, für die Konkurrenz auch nicht mitzuhalten. Und so hat man es natürlich geschafft, Konkurrenz aus dem Markt zu vertreiben. Und wenn dann die Konkurrenz weg ist, beziehungsweise nicht mehr so hoch, dann kann man natürlich anfangen, den Preis etwas anzuheben. Nun noch zur zweiten Preisabfolgestrategie und das ist die Marktabschöpfungsstrategie, auch Skimming-Strategie genannt. Hier haben wir zunächst hohe Preise. Man schöpft also die Kunden ab. Das meint jetzt also, man hat Kunden, die bereit sind, viel Geld zu bezahlen, damit sie gleich diese Ware haben und das Geld nimmt man mit. Später dann senkt man die Preise. Das funktioniert möglicherweise, wenn man eine ganz starke Marke hat. Denkt mal an Apple. Apple bringt ein neues iPhone auf den Markt mit einem wirklich hohen Preis und die wirklich eingefleischten Fans stehen dafür Schlange und sind da gerne bereit, sehr, sehr viel Geld sofort auszugeben. Dann gibt es aber andere Kunden und die schlagen dann vielleicht ein Jahr später zu, wenn das gleiche Smartphone dann eben etwas günstiger zu haben ist.